Dieses Video wird von Eneba unterstützt, der besten Seite, wenn es um günstige Games geht. Mit dem Code Niklas bekommt ihr 3% Rabatt. Also worauf wartet ihr noch? Die günstigsten Games im ganzen Internet warten auf euch. Dieses Video wird wieder einmal von meinem Partner OneFootball unterstützt. Also holt euch die! Freunde, war die Gamescom nicht schön? Überall verkleidete Anime-Bitches, Free-Hugs bis zum Abwinken und stinknormales Leitungswasser für 20 Euro die Flasche. Aber wisst ihr, was das Allerbeste an der Gamescom ist? Ein Tag auf der Gamescom und ihr habt erstmal Katzen-Aids für die nächsten 27 Jahre. Wisst ihr, Freunde, ich war ja wirklich nur 2 Tage auf der Gamescom und beim 3. Tag konnte ich einfach schon nicht mehr zur Gamescom gehen, weil ich so fucking krank war. Aber ich weiß auch gar nicht, woran das liegen könnte. Naja, vielleicht hätte ich nicht jeden Freehug mitnehmen sollen. Na, Süßer, willst du einen Freehug? Oh mein Gott, den muss ich umarmen! Na, Freehugs? Oh, ist die kawaii! Den muss ich umarmen! Oh, hallo! Du möchtest doch auch sicherlich ein paar Freehugs, oder? Oh mein Gott, die sieht ja mal so cute aus! Die muss ich umarmen! Nee, aber ernsthaft, wenn man 2 Tage auf der Gamescom rumläuft, liegt man erstmal für die nächsten 30 Jahre flach, Alter. Ey, voll krank. Auch alle anderen YouTuber, die so Snapchat oder Instagram Stories gemacht haben, die sind danach alle crank, Alter. Naja, wisst ihr, liebe Freunde, ich hab's ja gerade schon so angeteasert. Ich war nur mittwochs und donnerstags auf der Gamescom. Freitags war ich irgendwie nur für eine Stunde da oder so. Ich bin schnell zur Merchhalle gegangen und hab mir halt ein paar Sachen gekauft, weil, Digga, der Merch-Store bei der Gamescom, ne? Freunde, machen wir uns nichts vor. Das ist halt mega geil, ne? Überall so Nerd-Zeugs, Alter. Und diese Waifu-Kissen. Ja, ja, Leute. Die Waifu-Kissen. Ach, du geiles Kerlchen. Mann, dich hab ich gerottet. Los, ab in die Falle. Naja, zurück zum Thema. Bei diesem Merch-Store gibt es halt einfach wirklich von allen geilen Sachen Fanartikel, ne? Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Naruto, Star Wars. Einfach alles, was einem Nerd so einen richtigen Ständer bereitet, okay? Ria Sonakino! Ja, jedenfalls am besagten Freitag, am letzten Gamescom-Tag, habe ich mir nur noch folgende Sachen geholt. Also einmal Meister Yoda als Funko-Pop-Figur und einmal Darth Vader, auch als Funko-Pop-Figur. Voll nice. Und Mega Loser als Plüschtier. Super flauschig. Ja! Und das war's eigentlich schon. Also das waren halt so die Sachen, die ich mir im Merch-Store geholt habe. Naja, zurück zum Thema. Ich war mittwochs und donnerstags auf der Gamescom. Freitags war ich schon so krank, dass ich keinen Bock mehr hatte, auf die Gamescom zu gehen. Und Freitagabend kamen meine Kollegen auf die glorreiche Idee, feiern zu gehen. Und Freitagabend hat ja auch Dortmund gespielt. Und ich habe so gesagt, so... Männer, ich weiß, wir wollten uns heute richtig fett die Birne wegsaufen. Aber, liebe Freunde... Ihr müsst ohne mich gehen. Ah, ihr kommt ohne mich klar. Ihr schafft das, Jungs. Trinkt kurz auf mich. Euren gefallenen Bruder. Ihr merkt das, ich werde schon wieder emotional. Naja, jedenfalls bin ich halt zu Hause geblieben, wollte Dortmund gucken und bin halt einfach immer so beim Dortmund gucken eingeschlafen, weil es mir halt echt scheiße ging. Ich war irgendwie so im Halbschlaf, ich weiß auch nicht. Ich bin immer wach geworden, als der Kommentator angefangen hat zu schreien. Also ich lag dann halt wirklich da, so voll im Halbschlaf und dann auf einmal so... Pitschek! Flank den Ball rein! Ja, und so habe ich halt das Dortmund-Spiel verpasst. Aber, liebe Freunde, das war natürlich nicht das Einzige, was mir am Freitagabend passiert ist. Nach diesem glorreichen Dortmund-Spiel, welches ich nahezu komplett verpennt habe, kam dann der Aydin auf die Idee, eine Runde Dart zu spielen. Ja, also, ihr müsst wissen, Aydin hat noch nie gedartet. Ich habe noch nie gedartet. Aber uns war so unfassbar langweilig, dass wir gesagt haben, so, yo, lass mal Dart spielen. Und in unserer komischen Unterkunft hatten wir halt eine Dartscheibe und so richtige Profile, Alter. Und Aydin und ich haben dann halt so gegen 23:30 oder so angefangen, Dart zu spielen. Und nachdem wir uns dann halt so eine halbe Stunde gebettelt haben, haben wir dann so angefangen, so Trickshots einzubauen. 360s, hinterm Rücken, unterm Bein her, Rabona, alle möglichen Trickshots, bis dann halt um 2:30 oder so Michi nach Hause kam. Und oh Scheiße, war Michi voll.
Michi meinte dann so, ihr müsst wissen, der war schon, ne? Der hatte schon was getrunken. Und Michi meinte dann so, gib mir mal den Dart-Pfeil. Wisst ihr, ich habe in den letzten Wochen relativ viel Dart gespielt. Michi stellt sich dann so hin und versiebt jeden fucking Dartpfeil. Er hat nicht einmal diesen scheiß Pudding getroffen. Diese Dartscheibe. Alter. Aydin und ich, wir hatten einen Lachkick, ne? Wir haben uns so tot gelacht, weil Michi so scheiße war, ne? Und dann hat halt Michi weiter mit uns Dart gespielt um 3 Uhr nachts. Und Alter, wir haben dann weiter Trickshots gemacht, ne? Aydin hat das wundervoll Volta-Dart genannt, wegen diesem Freestyle-Volta-Fußball-Modus bei FIFA 20. Und dann haben wir halt angefangen, so mit Michi Trickshots zu machen. Ne? Und wie gesagt, Michi war angetrunken. Der hat Full Tryhard Mode noch nicht mal die Dartscheibe getroffen. Ne? Also, Freunde, könnt ihr euch ja denken, was jetzt passieren wird. Ne? Passt auf. Aydin kommt auf die Idee, so zu werfen, so unter den Beinen her. Ne? Ist ja an und für sich gar nicht mal so eine schwere Sache. Ja? Ist ja eigentlich gar kein Problem. Ja. Dann stellt sich der besoffene Michi dahin. Es war mittlerweile 3:30, 4 Uhr oder so. Und Michi stellt sich dahin, hebt sein scheiß Bein hoch, holt voll aus, wirft den Dartpfeil und wirklich. Er schmeißt den Dartpfeil 2 Meter neben diese Dartscheibe in den fucking Türrahmen rein. Freunde, ich konnte nicht mehr vor Lachen, ne? Aydin und ich, Digga, 5 Minuten lang. Wir sind so gestorben, ich konnte nicht mehr atmen vor Lachen. Ich hatte so einen Lachkick, ich habe so unnormal geheult. Der hat einfach den fucking Dartpfeil in die Tür reingeschmissen. Und er ist stecken geblieben. Der fucking Dartpfeil. In der Tür. Ja, liebe Freunde. Und das war eigentlich alles, was auf der Gamescom passiert ist. Ich wurde mit Cardsnails infiziert. Bin seit der Gamescom komplett krank. Wurde 5-facher Dart-Weltmeister. Entschuldigung. Volta-Dart-Weltmeister. Und, ich stehe immer noch auf Männer. Ruf mich an, Jungs. Ja, und liebe Freunde, kommen wir nun zum ernsteren Thema. Immer häufiger lese ich nun Kommentare, dass ich doch mal was anderes als Footdraft spielen soll. Wisst ihr, ich bin Kanal, ich interagiere viel mit der Community, ihr seid mir wichtig, ihr seid mir im Herzen. Für mich gibt's einfach nichts Größeres da draußen, als einfach nur meine Community glücklich zu machen. Einfach jeden Tag Leute zum Lachen zu bringen, wenn die furchtbare und träge Welt sie zum Weinen bringt. Und genau deswegen habe ich mir euren Vorschlag zu Herzen genommen, nicht immer Footdraft zu spielen. Und genau deswegen spielt den Footdraft! Zack, boom, bam! Wuhu! Ja! Vollig, Alter! Woo! Alter! Lala! Loppe! Cancelo! Jimenez Pizzi! Woo! Oh shit! Ha! Ha! Maris, Alter! Ja, Vollig! Alles klar! Das ist der Squad! Der Mut! Und der Tapferkeit! Und dann würde ich sagen... Abfall! Yes! Backflanke! Schick, Junge! Mann, Alter! 1-0! Woo! Shit, Junge! Hier wollte ich, Alter! Und! Pow! Nächste Partie! Gold all in my chain, gold all in my ring. Papa! Hier wollte ich! Don't believe it, just watch, nigga, 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 don't believe it, just watch. Don't believe it, just watch, nigga, 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 don't believe it, just watch. Don't believe it, just watch. This pow! Die zweite. Ach, wisst ihr, Leute, FIFA ist einfach nicht mehr das, was mal war, ne? Ist einfach too easy. Einfach too easy. So, dann wollen wir die nächsten wegficken, ne? Backflanke! Sieg! Bam, Junge! 1-0! Ha! Ja, halt die Fresse, genau! Komm, Junge! Come on, Alter! Nein! Scheiße! Ich hab X gedrückt! Ich hab X gedrückt! Ich stand frei vom Tor! Na, was sagt ihr, Leute? Schaffen wir die 1000 Likes, hm? 1000. Coming out on first.